So, hallihallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Destiny. Wie wir hier vielleicht sehen, haben wir auf dem Grabschiff sogar noch einiges zu tun und da kommt noch einiges auf uns zu. Wie man gleichzeitig auch schon sieht, habe ich bereits den Zweig fertig. Das kam halt durch diese Zweig-Playlist. Und eins dieser Fragmente habe ich bereits gefunden, das war glaube ich beim Zweig selbst. Das war glaube ich die erste Mission, oder? Ich gehe mal davon aus. Wir machen jetzt auf jeden Fall hiermit weiter. Und starten. Yeah. Weitergespielt habe ich noch nicht, weil ich momentan zeitmäßig sowieso extrem überlastet bin, muss ich zugeben. Bald Abschlussarbeiten, dann jetzt noch Blade and Soul, Black Desert kommt demnächst raus. Oryx könnte überall auf dem Grabschiff sein. Wenn wir Zeit hätten, könnten wir ihn finden. Doch wir haben keine Zeit. Die Kabale waren jedoch lange genug dort, um echte Infos zu sammeln. Der Weg zu Oryx liegt auf ihrem Schiff. Also sollen wir jetzt das Schiff der Kabale untersuchen? Okay. Ich find's immer noch so cool, wie der einfach so im Saturnring, also in diesen Asteroidenring mehr oder weniger einfach so ein Loch drin ist. Wow, direkt wieder. Die Kabale stehen noch. Mehrere Überlebende. Überleben ist eine temporäre Kondition. Kämpfe dich durch sie durch und gelange in ihr Schiff. Was zur Hölle? Achso, das da. Die Kabale bekommen hier sogar Nachschub? Ich finde es ja extrem interessant, wie die Kabale anscheinend deutlich stärker sind als die Erwachten. Zumindest jetzt hier. Weil die Erwachten waren mit einem Schuss weg. Die Kabale sind hier einfach reingeflogen. Und ab jetzt kommen sie auch immer wieder mit... Ja gut, wir haben die Waffe jetzt auch ausgeschaltet. Natürlich können sie jetzt hin. Ihr kämpft so hart darum, ein abgestürztes Schiff zu beschützen. Das ist keine Absturzstelle, das ist ein Brückenkopf. Der einzige Weg, diese Türen zu öffnen, ist Verstärkung zu schicken. Locke sie hinaus. Ja, da kannst du ruhig hin. Die Feuerwand, die ist ja neu, stimmt. Okay, das ist ein Brückenkopf. Also anders gesagt, da fehlt der Rest des Schiffes oder wie? Ja, mein Gott, ich kämpfe doch gerade sogar mit euch. Was eigentlich, wie gesagt, das Blödeste ist, was man in dieser Situation tun könnte. Mit der Schar bzw. mit Onyx zu kämpfen. Das ist schon wieder was Explosives. Es rennt aber anscheinend zu den Kambalen. Oder auch nicht. Es tut mir sehr leid, dass ich euch besiegen muss. Wie gesagt, einem intelligentesten, vor allem wenn ihr schon echt Informationen habt, wäre es mit euch zu kämpfen. Du hast ihre Aufmerksamkeit errungen. Meinst du? Wenn sich diese Türen öffnen, ist die Hölle los. Kämpf dich durch. Ach, leck mich doch im Sack. Wenn sich diese Türen öffnen, ist die Hölle los. Was passiert natürlich genau in dem Moment? Es öffnet sich diese Türen. Die zweite Granate war jetzt nicht so beeindruckend. Gut, er war jetzt aber auch nicht so beeindruckend, muss ich zugeben. Gut, Leute, ich bin da mal drin, ne? Viel Spaß hier draußen noch. Okay, jetzt bin ich in dem Schiff, in dem Schiff. Zavala, wir sind drin. Was steht jetzt an? Das Kabalprotokoll besagt, jedes Schiff, das abstürzt, in die Luft zu jagen. Was? Wenn sie das nach so langer Zeit nicht getan haben, dann muss das die Operationsbasis sein. Sie suchen etwas auf dem Grabschiff. Finde heraus, was sie über Oryx wissen. Okay, sie wissen also sogar noch was über Oryx. Kann ich auch hier weiter? Nö. Na, ihr habt mich natürlich schon gesehen, wa? Guck mal. Keine Ahnung, was diese Pissgranate bringen soll.
Und wen, ja? Nennt sich Blei. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob das... Ja doch, dürfte Blei oder zumindest Blei-ähnlich sein, was ich gerade abfeuere. Euch hasse ich am meisten. Auch wenn man es nicht glaubt, aber... Das sind für mich... Mit die stärksten Kabale. So, einmal weg. Zweimal weg. Ja, feiere dich erstmal. Während ein Feind mit der gezogenen Waffe genau vor dir steht. Helle Seite nicht. Okay, das ist gut zu wissen. Hallo? Hallo? Natürlich müssen es drei sein. Oh, sehr gut. Ein Terminal befindet sich in der Nähe. Oh, sehr gut. Sollte haben, wonach wir suchen. Nach wahrscheinlich wieder 20.000 Gegnerwellen. Der eine ist gestorben, cool. Ja, die Granate ist praktisch, wenn die Pfeile drin stehen bleiben, muss ich zugeben. Aber ich wahrscheinlich auch im PvP kann sie recht praktisch sein, um, wenn man halt die Punkte einnimmt, um die Gegner zu zonen. Also, dass sie halt nicht reinkommen können und sowas. So. Ich möchte doch nur an eure Terminal. So. Ja, auf jeden Fall Grabschiff. Die Kabale haben Oryx aufgespürt. Er wird im Zentrum des Grabschiffes beschützt und kann nur durch etwas, das Riss genannt wird, erreicht werden. Muss sich um eine Art Portal handeln. Haben die Kabale eins gefunden? Eins ihrer Teams ist gerade auf dem Weg dorthin. Dann schlage ich vor, dass du zuerst dort sein wirst. Ich weiß nur nicht, ob ich alleine gegen Oryx kämpfen möchte. Möchte ich da mal anmerken. Ich kann nicht alle Chemikalien einordnen, die durch diese Maschinen fließen. Aber behalte deinen Helm an. Könnte giftig sein. Und noch wichtiger, es stinkt. Interessant, dass ein Roboter weiß, was Geruch ist. Also so ein Geist. Ich hätte es nicht gedacht, dass das Ding riechen kann. Oder geht es einfach logisch aus, so von wegen, diese Chemikalien erzeugen das und das Gas und dieses Gas wird von beispielsweise einem Menschen unangenehm wahrgenommen. Das könnte sein. Was auch immer da ist, ich will da gar nicht hin. Darf ich nicht hier bleiben? Ich zahle gut. Ach du Scheiße. Es klingt wie ein Kampf wieder. Sesam, öffne dich. Das ist aber nicht der gleiche Ausgang, ne? Oder? Ne, das ist, glaube ich, die andere Seite. Wir haben das Kabal-Team, das zum Riss wollte, gefunden. Sie sind in der Minderheit gegen die Besessenen. Was zur Hölle bist du? Vergiss das Sprichwort, der Feind meines Feindes. Wenn sich etwas zwischen dich und den Riss stellt, räum es beiseite. Hast gesagt, ich muss den Dicken da töten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier noch ein paar Besessene. Diese dummen Besessen. Ja, klone ich halt öfter. Besessenen, die sich klonen, ey. Ach, hört doch auf mit dem Kack. Wer geht mir jetzt da von hinten auf den Sack? Ich helfe euch gerade. Wir können nicht länger standhalten. Oh Gott. Oryx hat gerade einen Centurio rekrutiert.
Er soll sich nehmen, was er will. Er wird nicht mehr lange genug existieren, dass es einen Unterschied macht. Glaubst du? Weil der war groß und er sah böse aus und jetzt bekommt er mehr Fähigkeiten. Lol. Ich muss zugeben, ich krieg da schon so ein bisschen Schiss. Das muss der Riss sein. Mach ihn an. Aris, was haben Sie als nächstes vor? Tolan sprach von Statuen, die die Schar zur Navigation der Risse benutzt. Wir werden nach ihnen Ausschau halten. Wir? Jetzt muss ich echt wieder zurück. Wo bemerkt, ich komme von da. Mir auch vorher sagen können. Mal sehen, ob sie noch aktiv ist. Wenn nicht, machen wir sie aktiv. Punkt. Sie ist mit dem Riss verbunden, aber ich habe keine Ahnung, wie die Schar sie kontrolliert. Versuchen wir es mit einer anderen Statue. Zu welcher möchtest du? Hier ist irgendwo noch ein Kabal. Ah. Ein Legionär. So. Oh Gott. Wo habt ihr denn noch mehr Statuen? Wo muss ich denn hin? Ich meine, hier lag gerade noch eine oder so, glaube ich. Aber die war kaputt. Hier. Statuen kontrollieren, wohin die Risse führen. Sie könnten uns zu Oryx befördern. Könnten. Geh mal auf der anderen Seite. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt noch einer auf der anderen Seite ist. Bevor sich diese Kackviecher hier wieder Klo nennen. Der ist doch gut! Oryx, Oryx. Statuen, Statuen, wo seid ihr? Ich suche euch. Hallo. Was haben wir hier? Ich bin der Gary. Ich glaube, das ist jetzt einfach nur eine Spawnkammer, oder? Kann ich hier was finden? Ich kenne ja nicht mal, was das da ist. Ich würde einfach mal sagen, es ist eine Wand, aber es ist einfach nur schwarz mit leichtem Funkeln innen drin. Ich habe aber mit dem Farbraum erweitert, wodurch das Spiel deutlich dunkler geworden ist. Dafür aber besser aussieht, wie ich finde. Ich habe die Helligkeit dafür aber auch schon wieder hochgeschraubt. Um das ein bisschen auszugleichen. Alter, er war doch drin. Sie hatten gerade einen Nünit gemacht. Es ist tot. Doch am Riss geht etwas vor sich. Ich seh's. Der Riss öffnet sich. Die Leibeigenen werden dein Licht ersticken. Unterschätze sie nicht so, wie Talo es tat. The fuck ist Talo? Ach so. Von dem ich diesen Dingsbogen habe. Ihr dürft da gern rauskommen. Leibeigenen sind zu blöd zum Springen, kann das sein? Ja, ja, ich unterschätze diese dummen Vollidioten nicht, die hier nicht hochkommen. Ach, Leute. Ist doch gut. Also wie viele wollt ihr mir denn noch rausschicken?
Könnt ihr mir nicht etwas mit ein bisschen mehr Brain rausschicken? Vergiss die Leibeigenen. Du musst durch den Riss durch. Wie du willst. Wow, 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 wow. Ich denke nicht, dass wir diesen Weg nehmen. Dann ist es also wahr. Nur die Aszendenten sind in der Lage, einen Riss zu öffnen. Ja. Etwas Aszendentes tritt gerade hindurch. Wow, wow. Wow. Tut Aua, tut Aua. Aua. Verzieh dich. Boah, Alter. Hilfe. Schnauze, verstehe ich kein Wort. Au, 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 au. Warum habe ich hier schon wieder dich am Arsch, ey? Such dir Hobbys, mein Freund. Ist das euer Scheißernst? Hast du mich gerade Memme genannt, mein Freund? Was tust du? Ich weiß es nicht, ich will dir weg. Griff des Königs. Schnauze jetzt, mein Freund. Oh, es tut mir alles weh. Es tut mir einfach alles weh. Und die sind doch überall. Das ist schon wieder so ein richtig schön fairer Kampf hier. Voll daneben. Oh, ist doch gut, Jungs. Halt dein Maul. Scheiß Griff des Königs hier. Alter Schwede. Ich habe das Gefühl, ihr habt leichte Aggressionsprobleme. So ein paar zumindest. Wo ist denn der kleine Mann? Er schwebt da rum, schießt auf mich drauf und freut sich seines Lebens anscheinend. Halt's Maul da jetzt. Okay, er geht wieder in den Griffmodus. Griff des Königs. Und jetzt Tod des Echos. Na, mein Freund. Oh, die Erfahrungspunkte hätte ich gerne noch genommen. Der Riss ist geschlossen. Er öffnet sich nur für einen der Aszendentenschar. Wie kommen wir dann an Oryx heran? Verwandle dich in deinen Feind. Werde zu einem Aszendenten. Will wir ich das? Uns darum, Hüter. Gehe zurück zum Turm, wenn du kannst. Oh. Okay, back to the tower. Will ich schon mal behaupten. Ja, ich habe das Spiel seit der letzten Aufnahme nicht weitergespielt. Ich habe immer noch die gleichen Missionen auf. Wie man vielleicht gerade gesehen hat. Aber was ich gesehen habe, ist, dass ich hier immer noch diese Mission fertig habe. Die könnte ich abgeben. So. Was ich dazu auch noch gesehen habe, ist, dass ich hier ein Level Up habe. Ich habe einen verbesserten Doppelsprung jetzt. Hier habe ich nicht genug Relikteisen. Das wäre aber geil, das müsste ich mir unbedingt reinpacken. Relikteisen ist halt das Erz, was man vom Mars bekommt. Da muss ich also nochmal zum Mars. Und ein bisschen Relikteisen farmen. Farmi, farmi, farm. So, ja, ja, mehr Upgrades verfügbar, bla bla blub. Wir gehen jetzt zurück zum Turm. Ich habe anscheinend auch irgendwas übersehen. Egal, kriegen wir ja jetzt. So. Flieg und sieg, mein kleines Schiff. Schifferle.
Es kann sein, dass ich Destiny am Donnerstag bis Montag, vielleicht sogar ein bisschen länger, pausieren werde, weil dann Black Desert die Beta online geht und ich habe einen Beta-Invite bekommen. Ich werde euch also schon Ausschnitte von Black Desert der Beta zeigen. Black Desert selbst kommt allerdings erst am 3.3. glaube ich raus. Sprich, bis dahin wird es dann auf jeden Fall noch weiter mit Destiny gehen und ich gehe mal davon aus, dass wir es bis dahin hoffentlich storymäßig dann auch durchhaben. Ich werde jetzt so ein bisschen die Story pushen zumindest. Um die durchzubekommen. So. Sagen wir erstmal Hallo zu dir. Ich hoffe, dass ich dir behilflich sein kann. Ich dachte, was war das für ein Typ? So. Ich arbeite an einem Puzzle. Dekodier den Kack hier einfach. Ui. Neue Schuhe, die deutlich schlechter sind, leider. Ich will ja keinen Stärke-Bonus. So. Dann gucken wir mal, wie ich jetzt zu einem von ihnen werden soll. Du musst zu einem der Aszendentenschar werden. Dafür musst du den Kristall finden, der Krotas Seele enthält. Enthielt. Genau. Nicht enthält. Enthielt. Die Seele haben wir ja bereits zerstört. Der Zerschmetterte führte uns in Krotas Grube. Wir haben versagt. Doch diese Auszüge aus seinem Tagebuch haben mich am Leben erhalten. Nimm sie mit zum Mond. Auf Wiedersehen. Okay, also als nächstes zum Mond, zurück zu Krotas Seele, also zu diesem Kristall, den wir da ja schon mal zerstört haben. Und dann werden wir ja mal schauen, was da abgeht. Ein Paket für den Sprecher. Ich kommentiere das jetzt nicht weiter. Beziehungsweise ich habe es gar nicht kommentiert und dabei belasse ich es. So, erstmal hätten wir hier noch was zum Zerlegen. Das brauche ich nicht wirklich. Ja. Ich würde mal sagen, ich müsste eigentlich mal schauen. Ich müsste für jedes Teil, was ich noch habe, oh, das würde ich auch so gerne nehmen. Der ist sogar besser als mein jetziger Helm. Aber leider für die falsche Klasse. So, die Schuhe packen wir da rein. Ich glaube, die wären sogar besser gewesen als die jetzigen Schuhe. Hatten wir die Schuhe nicht infundiert oder so? Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ah, gut, ich hätte noch ein bisschen. Ich hätte auf 200. Oh, das war dumm. Ich bin ja noch im Lager. Wir hätten nämlich wahrscheinlich auf 288 pushen können. Sternenfäden. Und ich muss eigentlich unbedingt mal meinen Raketenwerfer leveln. Ja, ich hätte auf 288 hochgehen können. Und damit meine ich nicht den hier. Lange ist's her. Das ist gar nicht der Raketenwerfer, sondern das ist mein Raketenwerfer, der Verglüher, sondern den hier meine ich. Finde ich recht geil, vor allem von den Fähigkeiten her, kann ich mir im PvP sehr gut vorstellen. Gut, aber ich danke jetzt mal fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Destiny. Wann das nächste Mal sein wird, weiß ich nicht. Das hier dürfte jetzt die Mittwochsfolge werden. Und Donnerstag kann halt, wie gesagt, sein, dass kein Part kommt oder Black Desert direkt schon. Ich weiß. Warte mal, was ist denn? Wo ist mein Handy? Warum suche ich mein Handy, wenn ich auch einfach die Aufnahme hier verkleinern kann? Genau. Doch, am 18. geht's los. Ich weiß halt noch nicht, wann am 18. die Beta losgeht. Das ist so die Sache. Ich habe leider, glaube ich, kein Geld mehr, oder? Mal sehen, ob ich dir helfen kann. Jo. Seltsamer Tanz. Der ist mittlerweile auch so bekannt. Ich weiß nur leider nicht, wie er heißt, muss ich zugeben. Und gelenkiger Tanz.
Geheime Begrüßung. Das stelle ich mir geil vor, wenn wirklich noch ein anderer die Geste hat. Schwungvoller Tanz. Sieht so lächerlich aus. Luftgitarre, verbeug dich. Jazzhands. Facepalm. Okay, Leute. Ciao. Arbeit,